Hallo und willkommen zu meinem Photoshop-Tutorial. Mein Name ist Irina Frank und heute zeige ich euch wieder mal einen Farblook-Effekt. Wir werden aus diesem Bild so ein Bild machen, sogenannter Cinematic-Effekt. Nun fangen wir an. Als erstes werde ich alle Farben im Bild reduzieren. Dafür erstelle ich eine Farbton-Sättigungsebene und verschiebe den Sättigungsregler nach links. In diesem Fall bis minus 45. Nun werde ich die Farben anpassen, so wie ich die gerne haben möchte. Ich erstelle eine Gradationskurve, wähle den blauen Kanal aus und verschiebe diesen Punkt nach oben. Und somit füge ich so eine Art blauen Dunst hinzu. Und diesen Punkt verschiebe ich nach unten. Und wie ihr sehen könnt, die Highlights verfärben sich. Die bekommen so ein grüner Touch. Nun gehe ich zu dem grünen Kanal und verschiebe diesen Punkt wieder ein wenig nach oben und somit füge ich noch ein bisschen mehr Grün hinzu. Nun wähle ich den roten Kanal aus, verschiebe diesen Punkt wieder nach oben. Das Bild wirkt jetzt ein Tick bräunlicher und diesen Punkt verschiebe ich ein Tick nach links. Und die Kurve selbst ein wenig nach unten. Nun wähle ich den RGB-Kanal aus. So, nun füge ich ein bisschen Kontrast hinzu. So, noch ein bisschen. So geht's gut. Nun möchte ich das Bild ein bisschen abdunkeln. Ich erstelle noch eine Gradationskurve und verschiebe die Kurve ein wenig nach unten. Als nächstes erstelle ich eine Tonwertkorrekturebene. Hier werde ich die Mitteltöne anpassen. Ich helle ein bisschen auf. Noch ein wenig. Den Lichterregler werde ich nach links verschieben. Denn wenn man das Histogramm anschaut, sieht man, dass hier passiert nichts. Also verschiebe ich diesen Regler bis zu dieser Linie. Und Tiefenregler verschiebe ich einen Tick nach rechts. Noch einen Tick aufhellen. So ist gut. Nun packe ich alle Ebenen zusammen in eine Gruppe. Und wir schauen uns vorher und nachher an. Das war vorher. Und das ist nachher. Die Aktion zu diesem Tutorial findet ihr in meinem Blog. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.